Welche Tür soll ich wählen? Natürlich eine, die nicht unheimlich aussieht. Falsche Entscheidung. Hilfe! Wenn ihr jemanden in einem Dämonkostüm erschrecken wollt, hilft nicht nur Schminke und ein Kostüm. Ihr müsst richtig in der Rolle drin sein, sonst könnt ihr das vergessen. In der Küche flackert das Licht. Es läuft gruselige Musik. Hier gibt es zwei unschuldige Opfer. Das müssen wir schnell ausnutzen. Buh! Hier ist unser dämonischer Mitbewohner. Hey, wie geht's? Nimm noch einen Keks. Du siehst blass und müde aus. Ich habe eine besondere Überraschung für meine Mitbewohner. Ein Geist im Mülleimer. Ich muss nur auf meine Opfer warten. Buh! Hä? Ach Mann! Ich muss meine Freunde erschrecken. 7 Tage! Sieh mal, was macht die denn da? Du warst wahrscheinlich seit 7 Tagen nicht mehr zu Hause, oder? Oh je, brauchst du Hilfe? Du siehst irgendwie krank aus. Komm, wir helfen dir. Nicht einmal meine Kollegen haben vor irgendwas Angst. Ist dieser Kaffee für mich? Oh, danke. Schau dir diesen lächerlichen Geist an. Die Mädchen haben einen fiesen Plan. Sie wollen den Pizzaboten verjagen. Und hier ist er. Na endlich. Warte, ich hole nur das Geld. Ha, es hat geklappt. Und wir haben jetzt eine kostenlose Pizza. Wenn ihr an Halloween duschen wollt, schaut lieber erstmal nach, wer in der Dusche ist. Erwischt. Ich störe dich nicht. Keine Angst, Mr. Killer. Oh, habe ich verschlafen? Ah, endlich. Der 31. Oktober. Aber ich glaube, jemand beobachtet mich. Niemand ist hier. Wer folgt mir denn? Ich kann es doch spüren. Geh weg, Monster! Hallo? Hier, nimm das! Das war nur ein Ballon. Danke für den Streich. Meine Freundin liebt Horrorfilme. Also wird ihr mein Streich 100% gefallen. Ich werde zu Annabelle. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir nicht den Rücken breche. Ah! Meine Freundin hat aber mehr Angst vor Fledermäusen. Zeichnet eine Vorlage von Fledermäusen auf Filz. Und schneidet es aus. Nehmt dann eine Angelschnur und näht die Fledermäuse an. Hängt sie an die Tür. Geh weg von mir! Los! Ah. Aber als nächstes muss sie vor dem Sensenmann flüchten. Er kommt auf sie zu, um ihre Strumpfhosen kaputt zu machen. Ah, Hilfe, ich will nicht sterben. Ha, ein Umhang und eine Spielzeugsense. Dieser Trick klappt immer.
Wow, wer ist das denn? Naja, ein bisschen flirten hat noch nie jemanden geschadet. Hi. Oh Gott, ich habe etwas im Auge. Ich glaube, es ist eine Gabel. Hm, lecker. Was zum Teufel? An Halloween könnt ihr sogar im Badezimmer auf ein Skelett stoßen. Bemalt als erstes eine Kunststoffbox mit metallischer Acrylfarbe. Und fügt auch etwas Silberfarbe hinzu. Legt jetzt ein Spielzeugskelett hinein und gießt etwas Seifenbasis ein und eine Seifenblasenmischung. Oh, ein Skelett statt Seife? Wie lange bist du denn schon hier, Kumpel? Oh nein, dieser Typ ist überhaupt nicht friedlich. Bleib weg von mir, du knochiger Irrer! An Halloween gibt es einen neuen gruseligen Look. Ein Babykopf. Noch schnell den Wecker ausschalten. Schneidet die Arme und Beine einer alten Babypuppe ab. Und klebt sie an ein Haarreif. Oh nein, ich habe schon wieder verschlafen. Und ihr hattet es so eilig und bemerkt noch nicht mal was. Oh, wie süß. Schaut euch diese kleinen Händchen und Beine an. Das wird sofort gepostet. Was haben die denn? Hab ich was in meinen Haaren? Die ganzen Kollegen schauen auch alle komisch. Verstößt es nicht gegen unsere Kleiderordnung? Schau in den Spiegel. Oh, jetzt verstehe ich, warum alle so komisch gucken. Mein Freund ist gerade gekommen. Jetzt wird's lustig. Hey, was ist mit dir? Ich muss mich strecken. Warte. Ah, sie hat sich verwandelt. Los, hau ab, Dämon. Lass mich in Ruhe. Wie fandet ihr unsere gruseligen Streiche? Schreibt uns, was ihr alles so an Halloween anstellt. Werdet ihr zu einem Dämon? Verjagt ihr einen Pizzaboten? Oder esst ihr ein Auge? Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!